Ja, als kleines Kind träumt man natürlich immer vom größten Trecker. Und wenn da ganz viel Technik drin ist, ist das auch super schön, aber ob man das dann braucht, lässt sich drüber streiten. So, hier ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist eine Vollausstattung. Okay, ja, viele Knöpfe, also richtiges Cockpit ist das hier. Ja, ist alles elektronisch gesteuert, du kannst da viel einstellen. Vom Axel Springer Verlauf geht es Richtung Potsdamer Platz, um dort vor dem Ministerium für Umwelt das Treckerkino der Landwirte aufzubauen. Die übrigen bleiben noch vor dem Axel Springer Verlag, kommen dann aber nach. Kommen nach, wenn wir uns platziert haben, damit wir jetzt, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir da stehen können, wie das am besten passt, mit dem Licht, mit dem Platz. Und deswegen wollen wir es jetzt einmal vernünftig aufbauen. Ja. Und wenn wir dann nur mit ein paar Treckern hinfahren, dann können wir noch vernünftig manövrieren. Sonst, wenn das alles zugeparkt ist, dann kann sich nicht mehr bewegen und dann ist das alles, funktioniert nicht richtig. Ja, Chance. Deswegen fahren wir das mit ein paar Treckern hin. Ja, das ist so erstmal der Plan. Wie ist das mit dem Trecker in der Großstadt? Ist das ein anderes Fahren? Musst ein bisschen mehr aufpassen, bist ein bisschen breiter. Und du kannst, ja, Rest ist, wenn man seinen Trecker kennt, dann weiß man ungefähr, wie breit man ist. Gewöhnungssache. Man passt gerade so noch in die Spuren rein. Ist knapp, aber passt. Ja, das kann man hier gut sehen. Ja, doch, also ein bisschen lappen die Räder drüber, ne? Aber so. Ja, wenn du dich bemühst, kannst du da reinkommen. Dann bin ich immer ganz froh, wenn kein Verkehr ist. Ja. Bisschen entspannter. Ja gut, durch Lockdown und Kurzarbeit ist das ja, ja, relativ ruhig, Polizeieskorte. Ja, ich glaube, die Berliner Verkehrsteilnehmer finden euch nicht so gut. Ja, ich habe jetzt heute das erste Mal mitbekommen, dass wir beleidigt wurden. Aber bisher war nur rein positive Resonanz. Jetzt waren der Phase, ich denke, über zwei Stück habe ich jetzt gesehen. Also sonst sind die anderen auch noch positiv. Wer hat euch beleidigt und wo? Das war eben einmal auf dem Platz, da fuhr da einer vorbei und hat verbal beleidigt. Und als wir hierher gefahren sind zum Springer Verlag, da habe ich einen aus dem Fenster gesehen, der uns den Stickerfinger, mir uns die Stickerfinger gezeigt hat. Ja, ist dann so. Ja. Kann man nicht ändern. Ja gut, das, wer weiß, was da dahinter steckt, ne? Ja. Also. Das genervt, dass er zu spät nach Hause kommt oder so. Essen müssen sie ja alle, ne? Also da klagt sich ja keiner. Den Trecker hast du jetzt geliehen bekommen? Genau, von einem befreundeten Landwirt. Der hat mir den Trecker zur Verfügung gestellt. Ja, denn ich habe den vollgetankt bekommen von ihm. Den werde ich dann vollgetankt wieder abgeben, wenn ich dann wieder nach Hause komme. Ja. Er braucht den aktuell nicht, weil aktuell nicht so viel zu tun ist. Ja, bin ich ganz froh drüber. Wie kam es dazu, dass dir ein Trecker geliehen wird? Also ich habe da im Herbst gearbeitet. Dadurch weiß er, dass ich mit diesem Trecker schon mal gefahren bin oder mit einem Vorgänger von dieser Serie. Also einen ähnlichen Trecker bin ich dann bei ihm schon mal gefahren, hat er gesehen, ich kann damit umgehen, ich weiß, wie man Trecker fährt. Er traut mir das zu, damit nach Berlin zu fahren und zurück, ohne dass irgendwie was passiert, irgendwie unfallmäßig. Ja. Was bisher noch gar nicht passiert ist, zum Glück, toi toi toi. Und ich habe bei uns in der Landvolkgruppe mein Interesse geäußert, hierher zu fahren und gleichzeitig auch gesagt, dass wir zu Hause keinen Trecker haben, der zur Verfügung steht, weil einer ist kaputt. Beziehungsweise verkauft und den anderen, den brauchen wir für tägliche Arbeiten. Ja. Und dann kam die Idee, ob ich hier einen Trecker ablöse, aber weil ich hier zu dem Zeitpunkt noch keinen gekannt habe, ist das schwer mit dem Ablösen. Trecker ablöse, wo man den Besitzer nicht kennt, ist schwer. Ja. Oder dann auch verständlich, dass sie das dann nicht wollen. Und das hat er dann wohl mitbekommen, ist dann zu uns gekommen und hat mir das angeboten. So richtig getraut zu fragen habe ich mich nicht, weil das doch sehr viel Vertrauen fordert, dass man sowas macht. Schweineteuer so ein Ding ist dann, ne? Ja. Ich habe jetzt, also der ist jetzt ein neuer Trecker, hat 100 Stunden, der ist im Dezember das erste Mal zugelassen worden. Ich habe vorhin mal, gestern mal gegoogelt, der hat einen Listenpreis von knapp 140.000 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Wahnsinn. Das ist, also es ist wirklich Hightech. Ich meine, ihr steuert, was ich erfahren habe. Ihr könnt fast auf den Zentimeter genau in der Landwirtschaft programmieren, wo ihr langfahren wollt, um eben
ja, Dünger zu sparen, Strecke zu sparen. Einfach effizienter zu arbeiten vor allem. Ja. In jeglicher Hinsicht, sowohl als auch im Pflanzenschutz, dass man es möglichst effizient, also genau macht. Man überlappt nicht, man lässt nichts über. Und da sind, je nach das GPS-System, hast du, soweit ich weiß, das neueste, das beste System hat eine Genauigkeit von 2 bis 3 Zentimeter. Oh. Ah, und damit fährst du dann übers Land bei 10 km/h mit meinetwegen 15 Meter Arbeitsbreite auf 2 bis 3 Zentimeter genau. Das ist unglaublich. Ja. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Ja. Ja, also wenn man jetzt von außen als Städter auf dem Feld guckt, ne, dann ist ja da diese Treckerspur noch irgendwie. Man denkt, oh ja, Pi mal Daumen fährt er da rüber und alles holprig und Wahnsinn. Ja, auch, also tatsächlich mit dem geradeausfahren muss man können. Ich habe das zu Hause mal versucht beim Kartoffelpflanzen. Wir haben so ein System nicht. Man kann einen Unterschied sehen, wenn mein Vater das gemacht hat und ich das gemacht habe. Meine waren deutlich schiefer. Das ist erstaunlich anstrengend, sich da hinzusetzen, den ganzen Tag wie ich zu konzentrieren und wie ich gerade zu fahren. Können Sie mal versuchen, mit dem Auto wirklich direkt 2 Zentimeter vom Bordstein wegfahren und der ganze Zeit diese Abstand halten. Das ist erstaunlich schwer. Man ist dann mal bei 5 cm, mal bei 10 cm, wenn du es am Bordstein machst, berührst du den. Na, also vielleicht auch einfach weiße Streifen. Es ist schwerer, als man denkt, das exakte geradeausfahren. Ja, ist Übungssache oder ja. Man investiert in GPS-Systeme. Ja. Um das damit zu machen. Der ist ja auch holprig. Ist ja jetzt hier nicht so glatte Straße, sondern das ist ja Ackerboden. Ackerboden ist ja... Ja, oder? Wobei das geht. Da die Trecker sind gefedert. Und die Trecker sind ja dafür gemacht, darüber zu fahren. Bei den breiten Reifen, beim normalen Ackern, wackelt das gar nicht so stark. Also, ich würde fast sagen, hier ist das schlimmer, weil das hier mal so... Ja, aber so Kanten sind, wo man rüberfährt auf dem Asphalt ja. Und auf der Erde. Wenn da mal ein kleiner Knoten ist, dann fährst du platt, das ist aber platt. Und dann, ja gut, wenn da ein Loch ist, dann fährst du rein, das ist doof. Ja. Aber das hast du normalerweise nicht. Normalerweise arbeitet man auf Ländern, die dann immer richtig schön eben sind. Und dann ist das ein entspanntes Fahren. Also es ist nicht so, dass man ganz durchgeschüttelt wird. Ja. Also auf dem Feld wackelt es weniger als hier in der Stadt. Es kommt aufs Feld an. Und natürlich. Und wenn der Papa vorher drüber gefahren ist, dann. Ja, aber wenn man mit der Spur fährt, mit der man jetzt zum Beispiel gedrillt hat, ist es einfach gerade alles. Wenn man da quer zu fährt, ja. Dann hast du immer die Fahrgas und so weiter, dann merkst du auch, dass es mehr wackelt. Wobei man auch dazu sagen muss, mit dem Wackeln auf dem Feld fährst du je nachdem, was du machst, 5 km/h, 10 km/h, das wackelt dann sowieso weniger. Also wenn ich jetzt hier mit 6 km/h fahre, dann merkt man auch, das wackelt nicht mehr ganz so doll. Wie viel kann so ein Trecker fahren? Dieser hier kann bauartbedingt 50 fahren. Trecker dürfen theoretisch bis 60 km/h. Mhm. Gibt es, soweit ich weiß, aber ganz selten. Die meisten fahren aber 40. Weil wenn du 50 fahren willst mit einem Trecker, musst du damit jedes Jahr zum TÜV, statt alle 2 Jahre. Ist also ein Kostenfaktor. Ja. Und normalerweise bist du mit dem Trecker auf dem Feld. Da fährst du keine 40 km/h. Das ist nur bei Straßenfahrten wichtig. Da habe ich jetzt mal zu Hause, habe das mal diskutiert mit dem Lohnunternehmen und mit meinem Vater und ein paar anderen Leuten. Die einen haben das dann auf 50 zugelassen, die anderen nicht. Ob das jetzt wie ich viel bringt, Zeitersparnis von 40 auf 50 km/h, ist man sich nicht wirklich einig. Oder wann sich das lohnt. Ja. Gibt es denn so Marken? Also gibt natürlich unterschiedliche Hersteller, aber gibt es auch so, wo vielleicht ein junges Bauernherz von träumt, so eine bestimmte Marke? Also wie bei Autos auch irgendwie, weiß ich nicht, der Porsche unter den Traktoren. Nee, nicht so richtig. Das, was viel interessanter ist, die Ausstattung. Man kann Trecker mit unterschiedlicher Ausstattung haben. Ich habe jetzt zum Beispiel Trecker, ich brauche nicht mehr schalten, dass sie die Automatik fahren. Der hat noch 4 Gänge, ja. Aber die schaltet er vollkommen automatisch. Und dann gibt es Trecker, wo du noch komplett schalten musst. Ja. Und da kannst du auch jetzt, wenn du einen neuen Trecker kaufst, kannst du sagen, was für ein Getriebe du haben möchtest, was für eine Ausstattung du haben musst. Da gibt es Unterschiede. Ja. Und ja, als kleines Kind träumt man natürlich immer vom größten Trecker. Und wenn da ganz viel Technik drin ist, ist das auch super schön, aber ob man das dann braucht, lässt sich drüber streiten. So, hier ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist eine Vollausstattung. Okay, ja, viele Knöpfe, also richtiges Cockpit ist das hier. Ja, ist alles elektronisch gesteuert, kannst da viel einstellen. Ja, und zu Hause haben wir hauptsächlich mechanische Steuergeräte. Mhm. Die sind, man sagt, die sind nicht ganz so anfällig, man hat keine Systemfehler, dass da irgendwie
ein Monteur kommen muss, dann Computer anklemmen muss, dann aussehen. Mhm. Du hast einfach mechanische Bauteile. Da kann man auch mal vielleicht ran, mal aufschrauben. Ja, mal genau, gucken. Da könnte man vielleicht selber reparieren. Und ja, wir haben das, weil wir lassen den Trecker nicht wirklich aus, wir brauchen den aber. Und wir hoffen dadurch, dass er einfach robuster ist, also weniger Reparaturen. Ja. Haben dadurch ein bisschen weniger Fahrkomfort, aber ja, ist auch wieder eine Kostenfrage. Ja. Ist billiger, den wir jetzt kaufen, also mit weniger elektrischen Sachen, die man dann hat. Mhm. Kannst du vergleichen, ob du ein Auto mit Tempomat und Abstandshalter, braucht man das? Wenn man viel fährt, ist das sehr angenehm. Wenn man nicht viel fährt, braucht man es nicht unbedingt. Ja. Und kommt auch auf die Arbeiten an. Ja. Und so ist das beim Treckerkauf genauso. Mal gucken, was für eine Ausstattung man haben möchte. Ja. Was sich lohnt, also finanziell lohnt. Jo. Wann bist du das erste Mal selber Trecker gefahren? Oh, ich habe mit 10 bin ich angefangen, auf Papas Schoß zu lenken. Ja. Auch nur auf dem Feld. Und mit 12 bin ich angefangen, selber auf dem Feld Trecker zu fahren. Also dann auch wirklich zu arbeiten. Dann anfangs hat man irgendwelche leichten Arbeiten, wo du wirklich nur fahren musst, so Walzen. Ja. Da musst du das ganze Feld einmal rüberfahren. Ja. Mit einer Walze hinten dran. Dann, ja, im besten Fall fährst du dann irgendwie 6 km/h. Dann ist sogar noch langsamer. Und das geht dann. Und das ist auch ein Feld, was so ein Zaun umzu war. Und da bremsen, kuppeln, schalten, Gas geben. Wird alles erklärt. Und dann hat Papa mir damals erzählt, wenn das irgendwie nicht klappt, wie es soll, da ist der Schlüssel, dreh den um, dann schließt du. Ja. Ja, geil. So, und dann, ja, dann langsam, wenn man dann drin ist, dann weiß man, wie der Trecker funktioniert, man weiß, wo man achten muss. Dann werden auch immer mehr Tätigkeiten, die man dann mit dem Trecker machen kann. Mit 16 habe ich dann meinen Führerschein gemacht. Treckerführerschein? Treckerführerschein. Was ist das für eine Klasse? Wie heißt das? Die heißt T-Führerschein. Mhm. Das ist eine eigene Führerscheinklasse. Darfst du mit 16 machen in Deutschland. Und du kannst eine Ausnahmegenehmigung mit 15, also musst du dann begründen. Ja, muss man sich dann angucken. Ja, wie teuer ist so ein T-Führerschein? Roundabout 1000 Euro. Ah ja, okay. Na, doch ordentlich, ne? Aber man braucht... Der einzige Nachteil, den ich dann mal für Autoführerschein hatte, dadurch, dass ich schon Führerschein besessen hatte, durfte ich in der theoretischen Prüfung maximal 6 Fehlerpunkte haben statt 10. Aber man lernt ja, um gar keine Fehler zu machen. Also ja, genau. War auch machbar, habe ich auch geschafft. Ja, vielen Dank, lieber Lennart. Kein Problem.